Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Familie Kaufmann, ich möchte mich an der Stelle im Namen der Leica-Belegschaft sehr, sehr herzlich für Ihre Bereitschaft bedanken, dass Sie sich so intensiv und so massiv in die Zukunft, für die Zukunft der Leica Kamera AG engagieren, was sich nicht zuletzt in diesem Gebäude manifestiert. Für uns ist dieses Gebäude eine Herausforderung, eine Aufgabe, zugleich eine Heimat. Und unser Bemühen ist darauf gerichtet, dass wir das, was wir jetzt architektonisch und im Innenraum sehr liebevoll und sehr architektonisch ausdrucksvoll sehen, dass wir dem gerecht werden. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bei allen Mitarbeitern der Leica Kamera ganz, ganz herzlich bedanken, was wir die letzten 2 Monate auf die Beine gestellt haben, mit Umzug, mit der Einrichtung des Gebäudes, mit großem, großem Engagement. Das kulminiert heute sozusagen in der Eröffnung und das präsentieren wir heute voller Stolz der Öffentlichkeit. Herzlichen Dank nochmal an alle Beteiligten, auch an die Architekten, last but not least. Herr Gruber, Sie sehen es mir bitte nach. Ihr habt was Tolles auf die Beine gestellt. Danke nochmal. A great big thank you also on behalf of the Leica employees. Thank you for the commitment to the future, which is clearly evidenced by the building, a new home for employees of Leica. And of course, everybody will do their level best to live up to the special design and also offer and do the work accordingly. So, that is one thing, but I should also like to thank our employees, because in the past 2 months, they've really worked exceedingly hard with the move into the new building and everything. Thank you to Leica, thank you to the employees, the architects, and everybody who has actually made this possible. Sehr verehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Dr. Kaufmann, als Betriebsratsvorsitzender sage ich, für uns ist ein Traum in Erfüllung gekommen. Nach langen und zuletzt erfolgreichen Jahren feiern wir heute gemeinsam die Einweihung dieses neuen und zukunftsweisenden Gebäudes in Wetzlar. Dieses Gebäude, eingebettet im Leitzpark, ist ein Zeichen des Erfolges der gesamten Mannschaft und auch ein positives Zeichen für den Optikstandort Wetzlar. Ihre Zuversicht, Herr Dr. Kaufmann, die Beharrlichkeit und das Erfolgsstreben, aber auch das Können und die Fähigkeiten der Mitarbeiter haben den Weg nach Wetzlar ermöglicht. Das Gebäude, ausgestattet mit modernster Umwelttechnik, ist schon jetzt für uns, für die Kolleginnen und Kollegen, ein Symbol für eine vielversprechende Zukunft. Sehr verehrter Herr Dr. Kaufmann, gerne arbeitet die Belegschaft in diesem beeindruckenden Gebäude. Es wird für die Mitarbeiter eine willkommene Herausforderung sein, diese optimalen Bedingungen, die das Gebäude bietet, für den zukünftigen Erfolg zu nutzen. Für diese große Investition und das Vertrauen in das Unternehmen und auch in den Optikstandort möchte ich Herrn Dr. Kaufmann unseren besonderen Dank aussprechen. Ich möchte nicht vergessen, auch das Leica-Park-Team zu erwähnen, mit Herrn Kieselbach an der Spitze, die hier Spitzenleistungen vollbracht haben. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, dear guests, dear colleagues, as chairman of the Works Council, I can only say today a dream has come true. This building is a sign of the success. It is a symbol of the optimism and the striving for success of the company. Everybody, but also our employees, have made this possible. It is a positive symbol and a sign that we are moving forward and we are moving ahead. We will certainly all enjoy working in this awesome and wonderful building.
Thank you, everybody. Thank you, Dr. Kaufmann in particular, for making it possible, for resolving on this investment, and for really creating this building, which is special to everybody. Thank you. Sehr geehrter Herr Dr. Kaufmann, sehr geehrter Herr Schopf, verehrte Gäste, auch wir als Leica Microsystems freuen uns über die Rückkehr von Leica Kamera nach Wetzlar und dass jetzt alle Unternehmen unter dem Dach der Marke Leica wieder das Stadtbild prägen. Als Lizenzgeber der Marke Leica und Vertreter des Namens freuen wir uns auch, dass Leica Kamera wieder erstarkt, erheblich zum Bild und Wert der Marke beiträgt und mit diesem neuen Gebäude den Wert deutlich sichtbar unterstreicht. Alles Gute überdies zum 100-jährigen Bestehen, viel Erfolg für den Leitzpark und das Unternehmen, deren Mitarbeiter und die für Leica Kamera und Leica Microsystems so bedeutsame Marke Leica. Als Geschenk haben wir in unserem Museum gestöbert und möchten Ihnen ein Mikroskop aus dem Jahre 1890 überreichen. Es ist in einem nahezu perfekt erhaltenen Zustand, was wieder einmal die Qualität und Langlebigkeit der Marke Leica unterstreicht. Dankeschön. Thank you very much, and a gift is handed over from the museum at Microscope with some words of gratitude and appreciation. So, sehr geehrter Herr Dr. Kaufmann, sehr geehrter Herr Schopf, im Namen der Firma Bosch Thermotechnik GmbH aus Wetzlar, wir sind seit 2003 hier mit dem großen Namen Buderus, möchte ich Ihnen auch herzlich gratulieren für den Geburtstag einerseits, für die Eröffnung heute. Wir haben uns überlegt, Teil unseres Konzerns ist auch die sogenannte Buderus Kunstguss. Buderus Kunstguss macht sehr filigrane Gegenstände aus Roheisen und anlässlich des 100-jährigen Geburtstags von Oskar Barnack, schon oft genannt heute, wurde 1979 eine Form erstellt, um da ein passendes Kunstobjekt zu gießen aus Roheisen. Wir haben diese Form wieder zum Leben erweckt und in der letzten Woche aus flüssigem Eisen die passende Relief, die passende Plakette für Sie heute wieder angefertigt. Dankeschön. Another gift is handed over and more words of appreciation for the building and everybody contributing to it.